Outdoor-Ausrüstung für jeden Tag, auch bekannt als EDC, Everyday Carry, also das, was man jeden Tag mitnimmt, auch im städtischen Bereich und dann auch mit in den Wald. Wenn euch das interessiert, dann bleibt da einfach dran. Ich habe vor einiger Zeit schon mal ein Video darüber gemacht, was so mein EDC ist. Ich glaube, es ist von 2016 oder Anfang 2017, ich bin mir nicht mehr sicher. Da hat sich einiges verändert, vor allen Dingen auch in der Art und Weise, wie ich das mitführe. Ja, viele benutzen ja einen Pouch, davon bin ich mittlerweile weg und davon möchte ich euch ein bisschen berichten. Bevor ich damit allerdings anfange, schreibt mir doch einfach mal gerne in die Kommentare, was du so als dein wichtigstes EDC-Tool in deinem Alltag mitführst. Wenn dich was von dem hier gezeigten interessiert, dann schau einfach mal in die Videobeschreibung, da findest du alle Links zu verschiedenen Händlern oder du suchst selber danach. Schreib mir auch gerne in die Kommentare, wenn du irgendeine Frage zu irgendeinem Ausrüstungsgegenstand oder vielleicht gerne einen Tipp hättest, denn ich bin immer da, um Fragen zu beantworten. Das Auffälligste bei meinem neuen EDC ist, dass ich überhaupt keinen Pouch mehr benutze. Ja? Also ich habe auch angefangen mit diesen kleinen Taschen, die man zum Beispiel einen Gürtel machen kann. Es gibt ja welche mit Clip, die man dann noch relativ flexibel an- und abmachen kann an den Gürtel. Und es gibt halt welche, die haben überhaupt keinen Clip. Ja, die sind fast starr dann am Gürtel dran und davon bin ich komplett ab, weil egal wo du, meiner Meinung nach, den Pouch dran machst, irgendwo am Gürtel, er behindert dich immer, ja. Wenn du den Pouch ganz hinten dran hast zum Beispiel, dann kannst du keinen langen Rucksack, wo du noch zum Beispiel eine Rolle unten dran hast als Isomatte mehr dran machen, weil das geht dann nicht, das behindert sich gegenseitig. Links und rechts wirst du dann breiter, das heißt jedes Mal, wenn du irgendwo durch eine Lücke durchgehst, bleibst du daran hängen. Und vorne, ja, wenn du dich nach vorne beugst, du willst irgendwas machen und da ist vielleicht viel drin, vielleicht noch ein Messer, ein harter Stift oder sonst irgendwas, dann bohrt es dir in den Bauch, muss auch nicht sein. Deshalb habe ich irgendwann gemerkt, so Pouch, das ist einfach nur nervig und habe nach einer anderen Möglichkeit gesucht. Eine Möglichkeit zum Beispiel ist eine Hose mit vielen Taschen. Die habe ich auch an. Das ist aber nicht immer ganz ausreichend, weil ja die Standard-Armee-Hose zum Beispiel, die ich anhabe von der Bundeswehr, von Leo Köhler, die Feldeinsatzhose, die ist gut, sehr gut, vor allen Dingen im Preis-Leistungs-Verhältnis, aber die hat auch noch nicht genug Taschen. Und deshalb ist sozusagen mein neuestes EDC-Tool oder Aufbewahrungstool einfach diese Weste geworden. Von der Weste kommt nochmal irgendwann ein Review. Ich guck mal, ich habe sie jetzt fast ein halbes Jahr im Einsatz. Sie ist absolut geil, nicht gefüttert, das muss man dazu sagen. Ich suche nach der ungefähr gleichen Weste nochmal gefüttert. Aber das ist Stoff für ein anderes Video. Jetzt gucken wir uns erstmal an, was ich überhaupt in dieser Weste und in meiner Hose an sich für EDC, also Ausrüstung, Outdoor-Ausrüstung für jeden Tag, immer mit mir trage. Wie fangen wir denn mal an? Ich würde sagen, wir gehen von oben nach unten vor. Ja, wir fangen also ganz hier oben erstmal in der Brusttasche an. Da habe ich sogar tatsächlich drei Dinge drin. Einmal ein kleines Multitool. Ja, das ist das Victorinox Spartan in einer anderen Version. Das kostet normalerweise um die 20 Euro. Ja, irgendwie, da ist ein kleines Messer zum Schnitzen, zum Verarbeiten von Essen drin, eine kleine Schere, Kapselheber, Schraubendreher, Flachschraubendreher, Korkenzieher, ein kleiner, dann noch ein Zahnstocher und eine Pinzette drin. Also eigentlich, was man so für den Alltag immer gebrauchen kann. Ich glaube, bei Victorinox brauche ich euch auch nicht viel dazu erzählen. Das sind einfach top kleine Multitools zum Wandern für den Alltagsbereich. Also ich kenne fast keinen, der nicht irgendwo eine Art von Victorinox drin hat oder ein anderes kleines Multitool. Ein Feuerzeug. Tatsächlich ein Feuerzeug habe ich mit dabei, weil es schon Situationen gibt, wo es A praktischer ist, weil in der Stadt mit einem Feuerstahl so, entschuldigen Sie, haben Sie Feuer für meine Zigarette? Ja, hier. Ja, es funktioniert nicht. Ne? Auch gibt es zum Beispiel beim Grillen, ist mir aufgefallen, Situationen, zum Beispiel Brennpaste für den Grill, die geht einfach mit Funkenstahl nicht an, zumindest die, die ich bis jetzt ausprobiert habe. Da mag es durchaus Unterschiede geben und da braucht man halt einfach ein Feuerzeug. Und seien wir mal ehrlich, in der Zivilisation ist ein Feuerzeug auch einfach praktischer. Es ist auch draußen praktischer. Ein Feuerstahl ist cool, ne? Macht Spaß, hat auch seine Vorteile, habe ich auch mit. Aber beides ergänzt sich halt gut gegenseitig. Winterzeit ist Heizungszeit. Das ist wie gesagt ein EDC-Gegenstand jetzt für den Winter bzw. für die kälter werdende Zeit. Einfach ein kleiner Labello, das ist hier jetzt ein Elkos, keine Ahnung, ich glaube das ist eine DM-Marke oder so. Irgendwas, damit deine Lippen nicht völlig aufspringen und anfangen zu bluten, weil ich finde das sehr unangenehm. Hier oben eine Taschenlampe, ja, in verschiedenen Ausführungen. Das ist die kleinste, die ich so habe, eine U-Torch für, ich glaube, 7 Euro mit einer Doppel-A-Batterie. Doppel-A, sage ich sowieso immer, ist das Praktischste oder halt Triple-A, dass du alles mit dabei hast. Die hat eine ordentliche Leuchtpower, habe ich glaube ich von GearBest bestellt, soweit ich mich erinnere. Und die reicht für alles, was ich so in der Stadt machen will. Ich habe noch eine größere, ja, von Sunfire, Sunfion glaube ich heißt sie. Das ist
mit einem 18650 Akku, die hat dann deutlich mehr Power, also ne, tauscht man dann jeweils aus, aber eigentlich ist das hier die kleine EDC-Taschenlampe, kann ein bisschen Wasser ab, hat mehrere Modi, einen Low-Modi, einen High-Modi, kommt relativ schnell dann in den High-Modi rein, wenn du einfach am Anfang sofort diesen Knopf gedrückt hältst und dann ist das hell genug. Hier oben drin noch mein Stift, das ist einer meiner favorisierten Stifte zum Schreiben. Bionic vom Pelikan, das ist jetzt nicht wichtig, welchen Stift ihr da reinpackt. Ja, ich habe den genommen, weil der einfach angenehmsten ist für meine Handergonomie zum Schreiben. Manche, die das alte EDC-Video zum Beispiel gesehen haben, beziehungsweise Flotten-Dreier-Videos, die werden wissen, dass ich eigentlich sonst immer meinem EDC einen speziellen Stift benutzt habe. Das war ein wasserdichter Stahlstift mit, Schlagspitze zum Einschlagen von Fenstern. Und ich muss sagen, das ist kein schlechter Stift. Er ist nur A, sehr schwer und B, ein bisschen anstrengend, weil man ihn immer auf, er hat keine Abziehkappe oder sonst irgendwas und er fällt natürlich auch mal ein bisschen auf. Ich sag mal so, ich benutze ihn immer noch gerne, wenn es auf Tour geht, ja, also wenn es wirklich länger auf Tour geht, wo ich dann vielleicht auch mal die Wasserdichtigkeit wirklich mehr zu schätzen weiß, weil ein normaler Stift läuft eigentlich nicht aus, wenn mal ein bisschen Wasser rankommt oder so. Ja. Deshalb ist der andere Stift völlig over the top, halt auch mega schwer und so weiter und so fort. Ist aber nicht ausrangiert, sondern einfach nur für einen anderen Anwendungsbereich. Und für EDC habe ich halt einen Standardstift mit ein bisschen besserer Ergonomie zum Schreiben. Da kann man aber halt jeden x-beliebigen Kugelschreiber verwenden, jeder wie er Lust hat. Die beiden Taschen hier, ja, auf Mittelhöhe ungefähr, da sind ja vier Plastiktüten drin. Plastiktüten haben zwei Effekte. Das sind jetzt zum Beispiel Hundekotbeutel. Ja. Wir wissen, Sam habe ich ja mittlerweile einen kleinen Hund. Die sind dann halt sehr praktisch. Die haben aber halt auch noch einen anderen Nutzen. Du kriegst 1000 Stück für 15 Euro und du hast immer so einen kleinen Plastikbeutel mit dabei, um irgendeine Art von Müll mitzunehmen oder dreckiges Geschirr, damit das nicht den Rucksack vollsaut, da reinzupacken. Ist einfach super praktisch, die Dinger, weil sie halt auch so dünn sind. Natürlich nicht mega reißfest für lange Zeit, aber für die kleinen Sachen reichen sie immer. Und dann habe ich immer hier ein paar mit dabei. Und auf der anderen Seite habe ich einfach ein paar Leckerlis. Ist für mich EDC mittlerweile mit dem Hund. Ja, natürlich für Leute, die keinen Hund haben, ist das völlig egal. Aber da kann man ja zum Beispiel Bonchis reintun, ja, wenn man ein Zitronen-Bonchi-Fan ist oder sonst irgendwas in der Richtung. Die beiden Haupttaschen hier unten, die werden hauptsächlich als Handwärmertaschen benutzt. Ja, ich packe da meine Hände rein, wenn sie mal kalt sind, sonst irgendwas in der Richtung. Aber ich packe da auch mittlerweile, muss ich sagen, mein Handy rein. Das ist jetzt kein spezielles Handy, darüber werde ich jetzt nicht lange reden. Das ist ein LG X-Power. Das habe ich zwar ausgesucht extra für Outdoor, es ist aber nicht wasserdicht. Das Gute, was das Ding hat, ist einfach, dass es eine mega Akkuleistung im Prinzip hat. Ja, also wenn ich einen Flugmodus reinmache, kann ich da, wenn ich jetzt nicht noch Videos zwischendurch gucke, gut 5 Tage damit zurechtkommen mit den GPS-Daten und so weiter und so fort. Und ich kann ja jederzeit den Flugmodus rausmachen und dann für eine Stunde WhatsApp-Nachrichten durchgehen von meiner Frau. Hinten in der Niederwildtasche von der Weste, ja, also hier hinten, gibt es einen riesigen Reißverschluss und eine riesige Tasche. Und da kommt je nach Wetterlage halt Zusatzmaterial rein. Jetzt zum Beispiel habe ich da gerade einen kleinen Schlauchschal drin von Buff. Ja, ich benutze gerne Buff, weil das einfach gute, hochqualitative Merino-Sachen sind. Und ich finde, mit dem Schlauchschal kann man einfach mit am meisten machen, weil man kann ihn zur Not sogar als eine Art Hut benutzen. Man kann damit seinen Mund schützen. Und andere Sachen, ist einfach der universellste Gegenstand. Gleichzeitig habe ich vom Buff aber auch noch eine Mütze, die habe ich heute aber nicht dabei. Es ist also sozusagen nicht Everyday Carry, weil es im Endeffekt ja nur für den Winter dann bestimmt ist. Und Handschuhe können da halt auch reinkommen, sowie ein Poncho. Aber ein Poncho schleppe ich nicht jeden Tag mit. Gesäßtasche rechts von der Feldhose habe ich ein kleines Tuch mit. Ja? Das ist nichts Besonderes, ganz günstiges, kleines Baumwolltuch für alles Mögliche. Ja? Wenn du dein Messer gepflegt hast und du willst den Dreck abwischen, wenn irgendwas beim Kochen daneben gegangen ist, auf die Hose, tausende Möglichkeiten. Ja? Wenn du wirklich mal Taschentuch deine Nase ausschneuzen möchtest, super Ding, packst du einfach hinten rein und alles ist gut. Rechte Beintasche, mein allerliebstes Messer, die mich länger verfolgen, wissen, was jetzt kommt. Natürlich das Victorinox Rangerwood mit der großen Klinge und vor allen Dingen auch mit der großen Säge. Dafür brauche ich euch nichts großartig erzählen. Ja, klickt einfach hier oben aufs Aufrufezeichen. Dort bekommt ihr dann das Video zu extra diesem Messer, weil darüber habe ich schon mal ein Review gemacht.
Top-Messer, muss ich sagen. Gibt es natürlich auch in der Nicht-Holz-Variante, falls einem das zu schade ist oder man es günstiger haben möchte. Heute in der linken Beintasche ist meine Nagene Feldflasche im Nierenformat. Nierenformat meint hier, dass sie nicht glatt ist, sondern hier so eine Eindellung hat. Das ist für Flaschen, die direkt an Beine rankommen oder hinten an Rucksack oder an irgendwas, was halt eine Art von Wölbung hat, ist das perfekt, weil die sich dann so einfügen können. Ich habe die Flasche nicht immer in der linken Beintasche dabei. Wenn ich einen Rucksack habe, packe ich sie da rein. Ja, also das ist mehr so, wenn es ohne Rucksack auf kleine Wandertouren gehen soll. Was natürlich auch vorkommt, zum Beispiel wie heute teilweise. Oder wenn es mal auf einen längeren Ausflug in die Stadt geht, ja, dann ist das Ding halt einfach in der linken Beintasche dabei und dann ist auch alles gut. Weil dann hast du immer deinen Liter Wasser dabei und es fügt sich praktisch ein. Und wie gesagt, durch die Nierenform bleibt es dann halt schön praktisch. Nicht so wie andere Flaschen, die einen dann ständig nerven, so beim Gehen. Ja, das ist schon ein kleiner Pluspunkt. Natürlich habe ich noch andere Sachen fast immer mit dabei, die sind aber jetzt halt nicht besonders wichtig. Ja, Kopfhörer zum Beispiel immer mit dabei, am Rucksack habe ich immer einen Regenschirm mit dabei. Aber das, was ich jetzt am Körper trage, ist sozusagen mein tatsächliches EDC, mein Outdoor für jeden Tag Ausrüstung. Die Weste ist übrigens von Pinewood, wen es interessiert, einfach unten in die Videobeschreibung gucken. Ja, da folgt auch irgendwann nochmal ein kleines Video dazu. Mittlerweile trage ich die ja immer, wenn ich draußen unterwegs bin. Ja, dann gibt es noch ein paar Gegenstände, die sind nicht Everyday Carry, sondern die sind sozusagen ersetzendes Everyday Carry. Das heißt, ich habe zum Beispiel ein kleines Multitool hier oben. Wenn ich aber weiß, ja, ich könnte ein größeres brauchen, dann tausche ich das kleinere mit dem Multitool hier von Sunmax zum Beispiel aus. Wenn ich weiß, ich gehe in den Wald, ja, oder ich gehe mal auf längere Touren, wo das Feuerzeug vielleicht nass werden könnte, dann nehme ich auf jeden Fall immer den Feuerstahl mit. Dann, falls ich mehr Licht brauche, nehme ich die Sofyrn SP32A in der zweiten Version zum Beispiel mit. Das ist einfach eine sehr starke Taschenlampe, mit der kannst du schon einiges ausleuchten. Ja, also jetzt für Lost Places oder sowas ist die halt zum Beispiel top. Und manchmal tausche ich tatsächlich mein heißgeliebtes Victorinox Ranger Wood aus gegen dieses schöne Ganzo Messer, weil das einfach zum Arbeiten einfach ein bisschen, ja, ich sag mal, mir nicht so schade ist. Wie mein Lieblingsmesser im Endeffekt. Ja, das hier ist einfach fürs Grobe, wenn ich das mal Zeit habe auszutauschen und ich das halt vorher weiß. Ne? Wie gesagt, das sind dann einfach ersetzende EDC-Sachen, die ich dann als EDC auch mit dabei habe. Aber die anderen Sachen sind die, die ich auf jeden Fall jeden Tag mit dabei habe. Was mir auf jeden Fall noch fehlt in meinem EDC, ist so ein bisschen was in Richtung Erste Hilfe. Ich habe mir überlegt, ich möchte ein kleines Kit haben, wo so 3-4 Pflaster drin sind. Also meinetwegen auch nur so ein Pflasterstreifen, weil den kann man ja relativ variabel dann zuschneiden. Kopfschmerztabletten, vielleicht eine Rettungsweste, ich bin mir noch nicht ganz sicher, und ein Druckverband mit Desinfektion, so ein bisschen Alkoholpad oder so. Und das soll dann alles sehr klein sein, aber trotzdem robust und wasserdicht. Und ich muss noch gucken, wie ich das genau in einem Beutel sozusagen vereine und dann alles gemütlich unterkriege, so dass es mich nicht stört. Und da würde mich auch mal interessieren, ob du da vielleicht ein paar Tipps für mich hast. Ja, schreib es mir einfach mal gerne in die Kommentare und dann gucke ich mir das an, was man da so machen kann, weil das Ding ist, das ist oft dann doch zu geräumig und dann fängt es an zu nerven. Wenn ich auf einmal so ein Ding habe und ich packe das hier rein, dann nervt es mich. Aber ich will ja eben nicht, dass es mich nervt. Für Everyday Carry, also Outdoor-Ausrüstung für jeden Tag, bedeutet für mich, dass ich sie jeden Tag dabei habe und dabei nicht genervt werde davon. Also dass es nicht so ist wie mit dem Pouch, den ich am Gürtel hatte früher, sondern dass es tatsächlich, unauffällig im Endeffekt ist zu tragen und halt, wie gesagt, angenehm. Schreibt mir da gerne mal was in die Kommentare. Dann war's das für heute auch schon mit dem Video. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen und du lässt mir dann auch ein Like da. Hier links und rechts oben findest du weitere Videos. Hier oben dann zum Beispiel mein altes Pouch-Video. Da kannst du dich nochmal inspirieren lassen, falls du selber eher auf dem Pouch-Trip bist. Und hier unten auf dem kleinen Button kannst du mich wie immer abonnieren. Einfach mal draufklicken, falls du es noch nicht getan hast. Ansonsten sage ich tschüss, tschüss und bis zum nächsten Video.